Willkommen zurück. Den Timer, den ihr hier gerade runterlaufen seht, das ist die Temperatur in dem Flüssigtank hier. Und sobald wir 120 Kelvin erreicht haben, schaltet der Prozess um und diese Anlage hier hinten, dann sollte der zweite Chip übernehmen und die Steuerung hier hinten sollte losgehen. Das ist ein historischer Augenblick für mich, da ich habe jetzt 3 Tage oder so kühle ich dieses Ding hier runter, dass ich den Sprit zusammenkriege und dass ich überhaupt so weit komme, das zu machen. Und ja, ihr seid jetzt hier live dabei. Ich hau jetzt mal Pause rein, weil ihr seht, wie rapide schnell die Temperatur hier abfällt. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es umschaltet. Ihr seid live dabei. Wir haben es gleich. Ich mache lieber wieder an. So, wird alles funktionieren? Soweit. Ich bin nochmal über den Code gegangen, nochmal ein paar Kleinigkeiten korrigiert. Oh, safe, safe. Auch safe. Und zack. 120, Stadion 5 habe ich gesehen. Und hier hinten sehe ich schon wie nennt sich das? Pressure and Valves sind an. Sehr gut, sehr gut. Die pumpen jetzt hier 5 Megapascal rein. Da sehe ich schon die erste Thematik. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist. Ja, vor meiner Tür sind Bauarbeiten, falls ihr den Sound hört. Nee, das liegt gar nicht daran. Ich habe gedacht, weil die Temperatur fällt. Das ist interessant. Warum fällt die Temperatur? Also hier hinten sind ja 2,7 Megapascal, sagen wir mal. Hier sind jetzt über 3. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinpumpe, dann müsste es doch wärmer werden. Ich habe den Regulator gleich an. Okay, da haben wir schon die erste Sache. Eieiei, da geht schon los. Okay, dann muss ich das in dem anderen Chip noch einstellen.
Ich glaube, ich habe da einen Fehler drin. Das Ventil heißt ja Liquid Oxy. Ich dachte, das heißt M. Nee, das ist natürlich dann falsch hier. Nee, ist nicht Liquid Oxy. Ist schon M. Großes M. Das muss ich mal nachschauen. Du bist doch N. Genau. Und Liquid Oxy ist doch der hier, oder? Genau. Oh, ich höre schon Knarzen. Oh ja. Das gleiche ist das nächste Thema, da wird es mir die Leitung wieder zerreißen hier. Aber man sieht, das knarzt schon ab. 4 Megapascal wird schon kritisch. Dann wäre vielleicht mal das erste, dass ich den Druck runterreguliere. Aber wo wird denn dieses Ventil eingeschaltet? Oh ja, Stress, Terror. Wer schaltet das N-Ventil ein? Bin noch nicht in der Phase, oder? Muss ja auch wieder sowas einbauen. Ja, so geht es natürlich nicht. Konfirmieren wir mal. Mal schauen, wo wir sind. So, nicht auf dem Chip, sondern auf dem Chip. State 0, okay, ausgezeichnet. Dann habe ich eine Vermutung. Dann sind wir, ach und hier ist es auch. Hier schalte ich sogar absichtlich ein. Das ist natürlich scheiße. Hier natürlich nicht. Wobei eigentlich schon, aber der sollte erst hinüpfen, wenn er 5 Megapascal hat. Ich vermute, er ist jetzt schon da. Schauen wir nochmal. 0, ne? Wie kommt denn dieses State 0 her? Kann er dann nur von hier kommen, oder? Aber dann wird das Ventil aus. State 0. Also schreibt die wir Setting 1, 2, 3. Hier ist noch was. Megapascal und steigt weiter und die pumpen noch fröhlich rein. Kann ich damit einen Crash verhindern?
sind sogar 12 Gigapascal, das macht es nicht besser. Okay. Ist jetzt Ruhe. Es knarscht noch irgendwo. Ah ja. Ja, das ist natürlich viel zu krass. Das gibt's doch nicht. Noch irgendwas? Ach, das hier knarscht noch natürlich. Ich mal kurz. Ja, jetzt ist besser. Okay. So, aber jetzt. Also das Ventil hier darf noch nicht an sein in der Phase 3. Beziehungsweise Oxy darf er schon anmachen. Warum bin ich eigentlich in der Phase 3? Da sollte doch erst reinhüpfen, wenn hier 5 Megapascal drin sind. Ich tue es jetzt hier mal. Hier wahrscheinlich jetzt nicht definiert, oder? Genau. Okay, dann wird es jetzt passen. Beziehungsweise nein, ich sollte in der Phase 2 sein. Jetzt gehen wir es nochmal durch. Also. Ach, der schreibt, wenn er weniger ist. Set less. Naja, solange er unter 5000 ist. Genau, ist der 1. Und wenn er über 5000 ist, ist er 0. Und dann soll der weiterhüpfen. Aber er kann doch jetzt noch nicht 0 sein. Okay, ich mache mal kurz Pause, melde mich gleich nochmal. Okay, ich denke, ich habe es gefunden. Ich lese hier den falschen Tank aus. Und zwar muss ich hier den Liquid Tank N auslesen. Genau, das läuft hier so nebenbei. Und hier muss dann das andere Ventil noch einschalten. Beziehungsweise nicht so.
sondern und das muss hier generell angeben. Schaut hier gerade hier unten, wenn größer ist das 103 Grad, ist 170 Grad. Schreibt dir eine 1. Ja, insofern brauche ich hier den Fuel auch nicht, weil den mache ich dann hier unten. Der soll einfach rüber oder in diese Phase hüpfen, wenn er hier minus 153 Grad erreicht hat, weil das ist auch der Sprit, den mein Fuel gerade hat. Und dann will ich beide zusammenkühlen. Also dann will ich Fuel und Nitro gleichzeitig kühlen. Und wenn ich Nitro kühle, kühlt automatisch das Oxy mit. So ist der Plan eigentlich. Jetzt probieren wir das nochmal. Export, wo sind wir? Sind wir in Phase 2. Ah ja, genau. Das ist jetzt korrekt. Jetzt soll er mal 5 Megapascal reinfüllen. Ja, das wird wieder ein bisschen dauern, aber sieht jetzt besser aus. Also das Fuel ist aus. Das ist korrekt. Der ist auch noch nicht an, weil er erstmal wartet, bis das Zeug hier reingefüllt ist. Ja, das gilt natürlich jetzt nicht. Jetzt ist es halt viel zu warm hier. Ich hätte wahrscheinlich schon 5 Megapascal. Das verfälscht das Ergebnis. Okay, jetzt einfach mal, um den Prozess weiterzumachen. Ich stelle jetzt einfach mal auf 3 Megapascal. Nur mal, dass wir sehen, dass jetzt hier was vorangeht. Okay, das macht er an, das ist gut, aber die sollte er natürlich hier ausmachen. In der Phase 3. Hier, ja, Phase 3. Geht, der ist an, der ist korrekt. Und was war ich denn im P-Valve hier? Okay, ich schreibe es einfach mal. 1, 2, 3. Du musst hier natürlich ausgehen. Ups. Export. Okay. Na, natürlich nicht Safe Edge Name, sondern Safe Edge. Okay, dann bauen wir das noch extra ein. Für die Phase 2 muss natürlich das Ventil unbedingt aus sein. Okay, Ventil ist aus, der pumpt jetzt rein bis 3 Megapascal.
Es wird. Okay, ich mache noch mal kurz Pause. Bis gleich. So, gleich sind wir, ist es soweit. Und dann schauen wir mal. Wenn er hier 3 Megapascal hat, sollten die Dinger ausgehen. Das Ventilier sollte angehen, womit dann der ganze Zyklus gekühlt wird. Dann sollte es eigentlich losgehen. Und bis dahin. Okay. Müsste es halt nur noch in die nächste Phase hüpfen, oder? Was ist da los? Die Valve on, wo werden die denn wieder eingeschaltet? P-Valve sind die Dinger, die jetzt dauernd einen rausschalten, die Pressure and Pressurized Valve oder wie die Dinger heißen. Oh. Oh, ich habe eine Vermutung. Das macht der andere Chip. Wie kompliziert kann man es machen? Okay, ich brauche dich eigentlich nur zum Einschalten, danach übernimmt jeder andere. Wir stellen die mal auf 1000 hier. Und jetzt müssen wir natürlich gleich zu dieser Phase hüpfen, sonst haben wir ein Problem. Phase NA. Save mal kurz vorher. Okay, noch nicht ganz. Ja klar, sonst will das halt dauernd anschalten. Das ist natürlich scheiße. Dann machen wir das ganz anders. Er soll es einfach hier fix einschalten. Soll hier eingeschaltet werden und den Rest übernimmt dann der andere Chip. Ich brauche nur einmal einen Trigger, damit der andere Chip weiß, wann er loslegen soll. Ah, jetzt sieht es besser aus. Okay. Okay, jetzt musst du zum anderen Chip nochmal schauen. Nee, beziehungsweise der musste schon steuern bis. Ah, jetzt muss ich mir das nochmal anschauen. Es wird wieder kompliziert. Also schauen wir mal. Der liest einfach nur den P-Valve aus, ob der einmal eingeschaltet ist. Das wäre dann der Trigger und dann geht's zu Fill. Flup.
Dann muss ich hier das Pi12 noch mitsteuern. Pi12 on. So sieht's aus. Bis der hier 3 Megapascal geladen hat. Genau, hier wird es dann ausgeschaltet und dann geht es weiter. So soll es passen. AB, Export. Du bist in der Phase 1 noch. Achso, da wartet er jetzt, dass das Ding einmal eingeschaltet wird. Okay, ich simuliere das mal. Genau, jetzt ist es in der Phase 2. Genau, die Dinger laufen jetzt. Also das Einschalten würde ja vom anderen Chip kommen. Das ist jetzt sozusagen simuliert hier. Genau, jetzt pumpt er 3 Megapascal rein. Schon wieder. Ich mache mal kurz Pause, bis gleich. So, noch ein kleines Stück, dann haben wir es. Danach sollten die Dinger hier ausgehen und das hier angehen. Eigentlich jetzt. Okay. Ja, okay. Gut, das läuft jetzt mal bis hierhin. Genau, jetzt kühlt er hier runter. Das Ventil hier hinten sollte jetzt zu sein. Das ist korrekt. So, und mit der Konstruktion hier geht das hier jetzt eigentlich alles automatisch. Denke ich, hoffe ich. Wenn hier was drin wäre. Was natürlich noch nicht ist. Okay. Der Plan hat Lücken. Wir müssen hier ein bisschen. Also gar nichts drin ist natürlich scheiße. Aber wir müssen was hinzaubern. Okay, ich melde mich gleich wieder, wenn ich den Befehl zusammengestellt habe. So, ich denke, ich habe einen Befehl, der passen sollte. Der sieht so aus. Dieses 111060, das ist die ID von dem Tank. Die findet man raus, wenn man den Zauberstab darauf richtet. 240 sind hier die Kelvin, nochmal 200. Liquid Oxy, okay, jetzt muss der was hinzugebastelt haben. Okay, jetzt ist was drin und jetzt sollte auch der Kühlmechanismus hier funktionieren. Hier wird es auf jeden Fall schon mal kälter. Ja, und hier wird es auch kälter. So, und der Plan ist folgender, weil ich habe ja hier jetzt Sauerstoff drin. Man sieht hier die Verbindung. Das ist einfach an diesen Tank hier angeschlossen. Dieser Tank hier wiederum ist über dieses Ventil. Das geht hier nach hinten zu der Hauptklimaanlage. Das heißt, die Hauptklimaanlage kühlt eigentlich nur das Nitro hier runter. Aber die Kälte wird dann übertragen auf diesen Wärmetauscher. Der kühlt dann hier meinen Sauerstoff gleich mit runter. Und der Plan ist, dass wenn er die Temperatur erreicht, dass er flüssig wird, läuft er einfach hier in diesen Tank rein. Und dann habe ich hier meinen Liquid Sauerstoff drin. Der. Da müsste man schauen, ob der nicht wärmer wird im Laufe der Zeit. Sonst muss ich mir da auch noch was einfallen lassen. Irgendwie, ich hatte mal die Idee, dass ich den dann sozusagen gleichsetze mit der Kühlung hinten, aber das geht natürlich nicht. Okay, vielleicht ein kleines neues Problem, aber das lösen wir dann auch noch. So, also jetzt läuft das Ding erstmal so weit bis hier. Also der Stickstoff kühlt runter, der Sauerstoff kühlt runter. Hier kühlt auch der Stickstoff runter. Das ist der, den ich dann verwenden will auch. Habe ich jetzt hier Stickstoff reingefüllt? Oh, ich Idiot. Hier muss Sauerstoff rein. Oh. Okay.
Ja, na gut, also generell vom System her funktioniert es. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye bye.